Hallo und herzlich willkommen zu Lovely Books Live, zum Livestream heute mit der österreichischen Bestseller-Autorin Ursula Poznanski. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Sie wird heute aus ihrem neuesten Jugendthriller Aquila lesen und auch all eure Fragen beantworten. Ihr könnt über Twitter mit dem Hashtag LBLive eure Fragen stellen und auch bei Facebook im Kommentarfeld auf unserer Website könnt ihr direkt eure Fragen stellen. Auch hier vor Ort haben wir Publikum. Ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, Fragen zu stellen. Einfach kurz Handzeichen geben und Ursula wird dann eure Fragen beantworten. Ja. Viel Spaß und ich übergebe das Wort an unseren Stargast. Dankeschön. Ja, dann sage ich auch einen wunderschönen guten Abend. Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier bei Lovely Books, aber das erste Mal alleine. Das letzte Mal war ich mit dem Arno Strobel da, da haben wir gemeinsam aus unserem Buch gelesen. Diesmal bin ich ohne Arno, aber dafür mit neuem Jugendroman hier. Der heißt Aquila, ist jetzt seit, ich glaube, 10 Tagen gerade mal draußen. Und das ist heute meine zweite Lesung aus dem Buch. Die erste war vor 2 Tagen am Attersee. Da habe ich also schon einmal ein bisschen geprobt auf heimatlicher Scholle. Und heute ist nicht nur Livestream-Premiere, sondern gewissermaßen irgendwie auch Deutschland-Premiere oder internationale Premiere oder wie wir immer das nennen wollen. Ich glaube, ja, von der Einteilung her, von der Zeiteinteilung her wird es so aussehen, ich lese erstmal so rund 20 Minuten und dann stürze ich mich auf dieses iPad hier und auf eure Fragen. Ich habe mir das vorher schon angesehen, damit ich mit der Technik nicht mittendrin dann irgendwie scheitere und ich werde versuchen, alles so vollständig wie möglich zu beantworten. Gut, ansonsten glaube ich, brauchen wir keine weitere Einleitung mehr, weil ich fange mit der, die Lesestelle, mit der ich anfange, ist gleichzeitig auch der Anfang vom Buch. Metall war das erste Wort, das Nika in den Sinn kam, noch im Halbschlaf. Der Geschmack in ihrem Mund, als hätte sich dort eine Münze aufgelöst. Sie schluckte. Nein. Das fühlte sich nicht gut an. Ihr Kopf, ihr Magen, war es so wild hergegangen letzte Nacht? Ächzend drehte sie sich zur Seite und stellte mit matter Verwunderung fest, wie schwer ihr das fiel. Und was schlimmer war, wie übel ihr dabei wurde. Einatmen, ausatmen. Es war stickig im Zimmer. Der Frühling in der Toskana war so viel wärmer als zu Hause. Und garantiert hatte sie beim Heimkommen vergessen, das Fenster zu öffnen. 1 oder 2 Minuten lang stand es auf der Kippe, ob ihr hochkommen würde, was sie gestern gegessen und getrunken hatte. Doch dann legte sich die Übelkeit. Mit dem Gefühl, die Schwerkraft kaum überwinden zu können, richtete Nika sich auf. Sie trug noch ihre Jeans. Wieso trug sie beim Schlafen ihre Jeans? Die waren außerdem viel dreckiger als gestern noch und an den unteren Rändern feucht. Genauso wie das Shirt, mit dem sie am Abend aus dem Haus gegangen war. Von ihren Sommerstiefletten hatte sie nur die rechte ausgezogen. Sie lag ein paar Meter entfernt nahe der Zimmertür und sah aus, als wäre sie damit durch Matsch gewartet. Die linke hatte sie immer noch an. Entsprechend dreckig war das Fußende des Betts. Mein Gott, in was für einem Zustand war sie gestern beim Nachhause gekommen gewesen? Waren sie wieder in einen der Brunnen gestiegen? Das gab dann möglicherweise noch Ärger. Die Sieneser Polizei verstand da keinen Spaß. Sie wollte sich übers Gesicht wischen, das sich verschwitzt anfühlte, hielt aber mitten in der Bewegung inne. Ihre rechte Hand war verbunden. Völlig eingewickelt in den grünen Sommerschal, den sie gestern getragen hatte und der nun fleckig und feucht war. Warum dieser komische Verband? Hatte sie sich verletzt? Sie bewegte vorsichtig die Finger, ballte die Hand zur Faust. Nein, fühlte sich nicht so an, keine Schmerzen. Musste irgendein merkwürdiger Scherz gewesen sein. Während sie mit der linken Hand den lockeren Knoten löste und den Schal abwickelte, versuchte Nika sich zu erinnern, wie der Abend gestern verlaufen war.
ohne Erfolg. Gemeinsam mit der ganzen Truppe war sie in den Bella Vista Social Pub gegangen, zu der Havana Club Night Party, und sie hatten wirklich Spaß gehabt. Und dann, sie fasste sich mit beiden Händen an den schmerzenden Kopf. Na los, da musste doch noch irgendein Fetzen Erinnerung sein, ein Bild, ein Gespräch. Sie starrte die hellgelb getünchte Wand ihres Zimmers an. Nichts. Nur, dass sie getanzt hatten und gelacht und überlegt, wohin sie im Anschluss noch gehen wollten. Hatten sie sich für ein Lokal entschieden? Waren sie dort gewesen? Nika hatte keine Ahnung mehr, das war einfach nicht zu fassen. So viel konnte sie unmöglich getrunken haben, oder? 2 Glas Wein, einen Mojito. Mehr gestand sie sich nicht mehr zu, wenn sie abends fortging. Nichts, nachdem sie vor 2 Wochen eines Morgens im Park nahe der Festung aufgewacht war, ausgestreckt auf der Wiese unter einem Baum. Damals hatte sie auch wirklich über die Stränge geschlagen, aber gestern? Nein. Sie tastete auf dem Nachtkästchen nach ihrem Handy, um nachzusehen, wie spät es war. Doch offenbar hatte sie das Telefon diesmal an einer anderen Stelle abgelegt, vielleicht im Badezimmer. Unwillig schüttelte Nika auch ihren 2. Schuh vom Fuß und stand unsicher auf. Schwankte mehr ins Bad, als sie ging, merkte erst jetzt, wie durstig sie war und wie dringend sie eine Dusche brauchte. Sie beugte sich tief über die Waschmuschel, ließ das Wasser laufen, bis es eiskalt war, und trank direkt aus dem Hahn. Das tat gut, zumindest bis ihr Magen wieder zu rebellieren begann. Nika atmete tief durch, drehte den Hahn zu und richtete sich auf. Hielt dann mitten in der Bewegung inne, als ihr Blick auf den Spiegel fiel. Er zeigte ihr 2 Dinge und sie wusste nicht, welches der beiden sie beunruhigender finden sollte. Das erste war ein langer Kratzer, der über die linke Seite ihres Gesichts verlief, von der Schläfe weg, in einem geschwungenen Bogen bis unters Ohr. Sie fuhr mit der Hand darüber, die Wunde war bereits verkrustet, tat aber weh, wenn sie den Druck ihrer Finger verstärkte. Wann war das passiert und wie? Hatte sie tatsächlich so viel getrunken, dass sie gestürzt war und sich verletzt hatte, ohne sich noch daran erinnern zu können? Die andere Überraschung, die der Spiegel für sie bereithielt, bestand aus 2 Worten. Jemand musste sie mit der rot-weiß gestreiften Zahnpasta aus Jennys Tube dort hingeschmiert haben. Es waren ungleich große Buchstaben in ungelenker Schrift. Nika starrte sie an, verstand nicht, was sie davon halten sollte. Waren sie und Jenny alleine nach Hause gekommen? Oder war jemand Drittes dabei gewesen, der ihnen diese Botschaft hinterlassen hatte? Kurzerhand drehte sie sich um, ging zu Jennys Zimmer, klopfte an die Tür. Wartete, aber es kam keine Reaktion. Vielleicht war ihre Mitbewohnerin ja in einem ähnlich beklagenswerten Zustand wie Nika selbst. Sie klopfte noch einmal und drückte dann leise die Klinke hinunter, öffnete die Tür und stand vor Jennys ordentlich gemachtem Bett, das nicht aussah, als hätte vergangene Nacht jemand darin geschlafen. Nika schluckte trocken, kehrte ins Badezimmer zurück, stützte sich mit beiden Händen aufs Waschbecken und betrachtete die verschmierte Schrift auf dem Spiegel. Wer hatte das geschrieben? Wie hatte er es gemeint? Sie würde ein Foto von der Schweinerei schießen, bevor sie wegputzte, nur musste sie dafür zuerst ihr Handy finden. Nika durchsuchte ihr Zimmer, die Küche, sah sogar auf dem Boden rund um die Toilette nach. Ihre Handtasche hatte sie gestern nicht mitgenommen, das wusste sie. Trotzdem durchkramte sie sie gründlich und leerte schließlich den gesamten Inhalt auf dem Zimmerboden aus. Kein Handy. Mit dem flauen Gefühl, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung war, kehrte sie ins Bad zurück, starrte auf den Spiegel, auf diese beiden Worte. Letzte Chance. Die nächste halbe Stunde verbrachte Nika damit, ihr Handy zu suchen, an den unwahrscheinlichsten Plätzen der Wohnung. Im Kleiderschrank, unter dem Bett, im Wäschekorb, sogar im Kühlschrank. Alles vergebens, das Telefon tauchte nicht auf. Ebenso wenig wie Jenny. War sie gestern zu Lennart mit nach Hause gegangen?
Dann saßen die beiden wahrscheinlich schon im Café La Piazzetta, wo er am liebsten frühstückte. Bevor sie hier fortfuhr, die ganze Wohnung umzudrehen, würde Nika einen Sprung dorthin machen, auch wenn sie jetzt schon ahnte, wie Jenny reagieren würde. Mit Kopfschütteln und mitleidigem Lächeln. Ehrlich, Nika, in unserem Alter weiß man doch schon, wie viel man verträgt, oder? Egal, das war auszuhalten. Nika schlüpfte wieder in ihre Schuhe, schnappte sich ihre Handtasche und drückte die Klinke der Wohnungstür nach unten. Verschlossen. Das durfte doch nicht wahr sein. Wenn sie wirklich gestern abgesperrt hatte, warum steckte dann der Schlüssel nicht? Den zog sie in solchen Fällen nicht ab, schon damit sie ihn nicht verlegte. Noch einmal durchwühlte sie die Handtasche, obwohl sie sich nicht erinnern konnte, vorhin bei ihrer Suche nach dem Smartphone auf den Schlüsselbund gestoßen zu sein. Wieder durchkämmte sie die Wohnung, wieder ohne Erfolg. Schließlich sank sie entmutigt auf einen der wackeligen Küchenstühle. Sie war eingeschlossen. Sie hatte weder Schlüssel noch Handy. Und es konnte noch Stunden dauern, bis Jenny sich wieder blicken ließ. Aber Nika würde ihr eine Mail schicken über das Notebook. Erfahrungsgemäß zückte Jenny ihr Handy so circa alle 10 Minuten, um den Posteingang zu checken. Das Notebook stand auf dem mit Büchern und Papieren übersäten Schreibtisch in Nikas Zimmer. Doch als sie es aufklappte, blieb es schwarz. Nicht auch das noch. Sie hämmerte auf die Space-Taste, drückte schließlich den Startknopf, doch das Gerät gab kein Lebenszeichen von sich. Erst als sie es umdrehte, begriff sie, warum. Jemand hatte den Akku herausgenommen. Ein Netzkabel war auch nicht angesteckt. Von beidem war nirgendwo eine Spur zu finden. Bis zu diesem Punkt war Nika bereit gewesen, all die widrigen Umstände als verdiente Folgen der letzten Nacht zu betrachten. Doch dass sie ihrem Notebook jede Stromversorgung genommen hatte, glaubte sie nicht. Warum auch? Und selbst wenn, sie hätte Akku und Ladekabel bestimmt nicht aus dem Fenster geworfen. Jemand wollte, dass sie in der Wohnung blieb, ohne Kontakt nach außen aufnehmen zu können. Jemand, der ihr eine letzte Chance zugestand. Eine Chance wofür? Sie rieb sich das Gesicht mit beiden Händen, bis ihre Haut sich heiß anfühlte. Eine Chance, nüchtern zu werden? Das war sie jetzt, vielen Dank. Eine Chance, ihr Auslandssemester in Siena sinnvoll zu nutzen und nicht nur Partys zu feiern? So würde höchstens ihre Mutter denken. Nika setzte sich aufs Bett und stützte ihren Kopf in die Hände. Jemand musste sie letzte Nacht nach Hause gebracht haben. Ihr Handyschlüssel und Notebook-Akku weggenommen und dann auf dem Badezimmer Spiegel herumgeschmiert haben. Aber warum? Und wer? Jenny? Die konnte tatsächlich sehr unangenehm werden, wenn ihr etwas nicht passte. Aber dann schrie sie rum oder warf Sachen gegen die Wand. Sie reagierte impulsiv, nicht überlegt. Sie hätte Nikas Notebook wohl eher zertrümmert, als ihm die Stromversorgung zu kappen. Andererseits kannten sie sich noch nicht so lange, dass Nika Jennys Charakter in allen Facetten einschätzen konnte. Sie selbst war vor 8,5 Wochen hier eingezogen, weil das Zimmer frei geworden war. So lange kannte sie auch Jenny, die schon 9 Monate in Siena studierte. Hatten sie gestritten? War Jenny deshalb nicht hier? Nika stand auf und öffnete das Fenster, sah hinunter auf die Straße. Ein schmales Gässchen, in dem gerade nichts los war. Nur eine alte Frau, ganz in Schwarz gekleidet, humpelte auf den Eingang des Nachbarhauses zu. Eine Weile blieb Nika stehen und spähte nach draußen, in der Hoffnung, dass ihre Mitbewohnerin auftauchen und Licht in die Angelegenheit bringen würde. Doch nach 10 Minuten gab sie es auf, schloss das Fenster und ging zurück ins Badezimmer. Letzte Chance. Irgendwie hatte Nika gegen jede Vernunft gehofft, die Schrift könnte mittlerweile verschwunden sein oder niemals existiert haben. Doch da war sie und löste wieder dieses unangenehme Kribbeln in Nikas Magen aus. Sie warf einen raschen Blick auf ihr eigenes Spiegelbild. Das Z aus dem Wort Letzte verlief direkt über ihr Gesicht und verlor sich
in einer der zerzausten blonden Haarsträhnen, die ihr bis über die Schultern hingen. Als hätte jemand Nika durchstreichen wollen, wie einen Fehler im Text. Das Gefühl, aus dieser Wohnung raus zu müssen, wurde plötzlich übermächtig. Noch einmal rüttelte sie an der Türklinke, ohne Erfolg. Noch einmal riss sie das Fenster auf. Aber was sollte sie tun? Aus dem zweiten Stock klettern? Nach draußen rufen, damit jemand sie befreite? Ihr Italienisch war bei weitem nicht gut genug, um zu erklären, was los war und warum sie Hilfe brauchte. Brauchte sie ja eigentlich auch nicht, beruhigte sie sich selbst. Sie brauchte nichts weiter als Geduld. Warum benahm sie sich auf einmal so hysterisch? So war sie doch sonst nicht. Eben, alles war in Ordnung. Sie verpasste noch nicht einmal eine Vorlesung, weil heute Sonntag war. Sie konnte sich entspannt auf ihrem Bett ausstrecken und lesen. Oder sich in die Küche vor den kleinen Fernseher setzen und italienische Soaps laufen lassen. Wäre sicher ganz gut für die Sprachkenntnisse. Kaum war der Apparat angeschaltet, fühlte Nika sich besser. Nicht mehr so alleine. Es liefen Nachrichten, irgendwas über das italienische Parlament. Sie schaltete die Kaffeemaschine an, lehnte sich an den Küchentisch und versuchte zu verstehen, was der Sprecher gerade erzählte. Wenn sie nicht ganz falsch lag, war vom Umweltminister die Rede. Mehr aus Zufall als aus Absicht fiel ihr Blick auf die Einblendung hinter dem Nachrichtenmann. Sie blinzelte, schüttelte den Kopf, fühlte, wie ihr Puls sich beschleunigte. Das musste ein Irrtum sein. Mit einem schnellen Griff schnappte sie sich die Fernbedienung, zappte durch die Sender. Es gab eine Satellitenschüssel auf dem Dach, mit der sie neben dem Italienischen auch diverse deutschsprachige und englische Programme empfangen konnten. Nika drückte die Vorwärtstaste immer wieder, bis sie bei CNN landete. Ihr Blick wanderte in die rechte obere Ecke des Bildschirms und es war, als hätte sie plötzlich keine Luft mehr in den Lungen. Sie war am Samstag mit ihren Freunden weggegangen, das war der 22. April gewesen. Heute musste Sonntag sein, ganz definitiv. Doch das Datum, das die beiden Nachrichtensender übertrugen, war der 25. April, ein Dienstag. Es war ein Gefühl, als wäre die Welt plötzlich nicht mehr dieselbe. Innerlich wie erstarrt, seppte Nika von einem Sender zum nächsten. Nein, natürlich würde nirgendwo jemand eine Erklärung liefern oder das Datum der Nachrichtensendungen wieder auf Sonntag korrigieren. Trotzdem hoffte sie auf einen Hinweis, irgendetwas, das ihr helfen würde zu begreifen, wie ihr zwei Tage einfach abhanden kommen konnten. Ich habe geschlafen. Die Idee fühlte sich für einen Moment gut an. Es war zumindest eine logische Erklärung, auch wenn Nika es kaum schaffte, sich vorzustellen, wie das möglich sein sollte. Selbst nach wirklich wilden Partys war sie am nächsten Tag spätestens um 1 oder 2 Uhr nachmittags wieder wach gewesen. Ganz abgesehen davon, dass sie eigentlich gar nicht der wilde Partytyp war. Dienstag also. Wenn das stimmte, war Jenny dann mit ihr nach Hause gekommen und hatte sie 2 Tage lang schlafen lassen? Saß sie jetzt auf der Uni und verdrehte bloß die Augen, wenn jemand sie fragte, wo Nika steckte? Es fühlte sich alles so unwahrscheinlich an. Mit einem Mal hatte sie das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen, lief wieder zum Fenster, riss es auf und streckte den Kopf hinaus. Warme Luft, die nach Frühling und frischer Pizza roch. Unten fuhr ein Fahrrad vorbei, 2 Jungs liefen die Straße hinunter. Der eine versuchte dem anderen einen Fußball abzujagen. Alles ganz normal, ganz real. Wahrscheinlich war es die letzten 2 Tage genauso gewesen, nur dass Nika die irgendwie verpasst hatte. Die frische Luft machte das Denken einfacher. Also, sie würde jetzt erstmal in Jennys Zimmer nachsehen, ob sie dort etwas fand, was ihrer Erinnerung auf die Sprünge half. Dann würde sie duschen, etwas essen und hoffen, dass Jenny in der Zwischenzeit nach Hause kam. Und falls das nicht passierte, würde sie mit ihren paar Brocken Italienisch jemanden von der Straße um Hilfe bitten.
In Jennys Zimmer herrschte die Art von Unordnung, die einen Raum gemütlich wirken ließ, nicht verwahrlost. Ein paar aufeinander gestapelte Bücher auf dem Boden, eine aufs Sofa geworfene Decke, ein rotes Kleid, das über einer Stuhllehne hing. Auf dem Schreibtisch eine ihrer geblümten Kaffeetassen, aber kein Notebook. Wenn Jenny wirklich auf der Uni war, konnte sie es natürlich mitgenommen haben. Eine Nachricht fand sie nirgendwo. Nicht auf dem Schreibtisch, nicht unter einem der Kühlschrankmagneten in der Küche, nicht an der Pinnwand in der Diele. Sie ging ins Badezimmer zurück. Duschen war auf jeden Fall eine gute Idee. Letzte Chance. Die beiden Worte sprangen ihr sofort wieder ins Auge. Sie hatte sie immer noch nicht vom Spiegel geputzt. Doch das würde sie jetzt nachholen, auf der Stelle. Sie zog ein Tuch aus der Box mit Jennys Kosmetiktüchern und begann, die glatte Fläche abzureiben. Erst verschmierte die Zahnpasta, dann verschwand sie. Na also, dachte Nika grimmig, ein bescheuertes Rätsel bin ich schon mal los. Sie beugte sich vor, hauchte gegen den Spiegel und wischte mit einem frischen Tuch noch einmal darüber. Mitten in der Bewegung hielt sie inne. Der Kratzer in ihrem Gesicht war nicht die einzige Spur, die die vergangene Nacht hinterlassen hatte, oder die vergangenen 2 Tage, wenn man genau sein wollte. In Nikas blondem Haar fand sich etwas, das noch heller war. Grober Staub, kleine Steinchen, die ins Waschbecken fielen, als Nika sie mit den Fingern herauszog. Sie befühlte ihren staubgrauen Haaransatz, strich vorsichtig über ihre Schläfe, dort, wo der Kratzer begann. Warum konnte sie sich nicht erinnern, was ihr zugestoßen war? Hatte sie sich den Kopf so hart angeschlagen, dass Teile ihrer Erinnerung verloren gegangen waren? Aber in dem Fall müsste sie rasende Schmerzen haben, oder? Langsam zog sie sich das Shirt über den Kopf, inspizierte es, fand einen kleinen Riss am Rücken, der neu war. Auch hier keine Erinnerung. Dafür noch eine Entdeckung am Boden vor der Waschmaschine. Ein anderes Shirt, genauer gesagt die zusammengeknüllten Reste davon. Es war hellblau und zu groß, um Jenny zu gehören. Der Stoff war an 2 Stellen zerrissen und hatte an der Seite einen ausgedehnten Fleck, dunkel und klebrig. Das ganze Shirt ähnlich feucht und klamm wie Nikas Jeans, an manchen Stellen regelrecht nass. Nika starrte auf den Fleck unterhalb des Ärmels. War das Blut? Wenn ja, wollte sie es nicht mit ihren eigenen Sachen in die Maschine tun. Sie wollte auch nicht darüber nachdenken, wem es gehören konnte. Also schob sie das Shirt zur Seite neben den Wäschekorb. Sie würde jetzt duschen, die Waschmaschine anwerfen und dann so schnell wie möglich aus dieser Wohnung verschwinden, in der plötzlich nichts mehr stimmte. Hastig stieg sie aus ihren Jeans, sah, wie unfassbar dreckig sie auch auf der Rückseite waren. War das verkrustete Erde? Hatte sie sich irgendwo im Matsch gewälzt? Oh Gott, hoffentlich hatte sie sich nicht allzu peinlich benommen, wenn sie mit der deutschsprachigen Studentenklique unterwegs gewesen war. Im Moment war sie die Neue in der Gruppe, war noch mit niemandem so richtig eng befreundet. Wenn sie irgendeine bescheuerte Show geliefert hatte, würde das wahrscheinlich so bleiben. Sie öffnete die Tür der Waschmaschine. Wie immer überprüfte sie alle Hosentaschen, um nicht versehentlich Geld oder Ausweise mitzuwaschen. In der links hinten stießen ihre Finger auf Papier. Sie zog es heraus, betrachtete es. Ein grüner Flyer, einer von denen, die hier so gerne hinter Scheibenwischer gesteckt wurden. Er sah aus, als wäre er in den Regen gekommen. Das Papier war gewellt und tatsächlich noch ein wenig feucht. Werbung für eine Pizzeria mit Namen Nerone. Da war Nika auch noch nie gewesen. Oder vielleicht doch, und sie wusste es bloß nicht mehr. Sie faltete den Zettel auf. Ein lustig gezeichneter Koch mit riesiger Mütze grinste ihr entgegen. In den Händen einen Teller mit einer wagenradgroßen Pizza. Darunter waren die Spezialitäten des Hauses abgedruckt. Nika drehte das Papier um und vergaß in den nächsten Sekunden zu atmen. Das Blatt war hinten unbedruckt gewesen, doch nun war es vollgeschrieben, kreuz und quer, oft kaum leserlich.
Einige Sätze waren mit Kugelschreiber verfasst worden, andere mit Bleistift, wieder andere mit etwas, das ein in Matsch getauchter Ast hätte sein können. Mit dem Gefühl, einen Schritt aus der Realität herauszutreten, sank Nika auf den Rand der Badewanne. Sie las die Notizen auf dem Zettel wieder und wieder, ohne irgendetwas davon zu begreifen. Weihnachten voller Angst. Halte dich fern von Einhorn und Adler. Cor magis tibi sena pandit. Das Blut ist nicht deines. GR 32 Fragezeichen ZZ. Sieh nach, was der Kapitän ist. Sic transit gloria. Du weißt, wo das Wasser am dunkelsten ist. Tauche mit den Gänsen. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. Der Spiegel des Löwen zwischen den Farben. Nika starrte verzweifelt auf das Papier, bis ihr Blick verschwamm. Sie wischte sich über die Augen, bevor Tränen auf den Zettel fallen und alles noch unleserlicher machen würden. Sie verstand nicht, was passiert war. Sie wusste bei keiner der Nachrichten, was sie bedeutete. Aber sie kannte die Schrift. Es war ihre eigene. So bis hierher mal. Dankeschön. Und jetzt kommt die typische Sache mit der Technik. Aber wir kriegen das hin. Ich habe vorher eine Einweisung bekommen. Ich weiß genau, wo ich drücken muss, nämlich auf Reload All. Also wir reloaden jetzt alles. Und ich fange dann aber, glaube ich, trotzdem von unten an. Hier war das. Ich beginne jetzt mal mit Twitter. Wenn ich es schaffe. So. Hier steht, haben Sie manchmal auch Mitleid mit Ihren Protagonisten, die Sie durch den Plot schicken? Ja, schon, aber es hält sich in Grenzen. Also es, es gibt schon Situationen, wo ich mir denke, mein Gott, die arme Frau oder der arme Kerl oder so in der Richtung. Aber in Summe hat der Plot dann einfach Vorrang und die müssen da durch. Wären sie keine Romanfiguren geworden. So, hier sind Fotos. Noch mehr Fotos. So. Laura fragt, würdest du dein Buch lesen, wenn du es nicht geschrieben hättest? Na klar. Ich würde mein Buch lesen, wenn ich es nicht geschrieben hätte. Also ich schreibe natürlich schon die Art von Geschichten, die ich selber auch gern lese. Daher stünden die Chancen nicht schlecht, dass ich es tatsächlich lesen würde, wenn ich es nicht selbst geschrieben hätte. Ich lese es auch, obwohl ich es selbst geschrieben habe, aber eher zwangsläufig. Dann Selina Bramberger. Welches Genre lesen Sie selbst gerne? Thriller, ähnlich wie Ihre, oder etwas ganz anderes? Ich lese sehr gerne Thriller, aber nicht ausschließlich. Ich bin eine von denen, die so kreuz und quer durch alles, durchs gesamte Buchangebot streunen und sich dann halt auf das stürzen, was sie im Moment gerade anlacht. Und das ist ganz stimmungsabhängig und kann wirklich reichen von eben Krimi-Thriller bis über Fantasy, über ab und zu historische Romane, wobei da nicht mehr so viel wie früher. Also eigentlich fast alles, wenn man absieht von diesen klassischen, typischen Frauenromanen, die sind nicht so meine Ecke. Wobei auch da gibt es Ausnahmen, aber wenige. Mondlibelle, das ist ja ein hübscher Nickname. Mondlibelle fragt, ist die Recherche für Thriller eigentlich spannender und haben Sie deshalb dieses Genre gewählt? Nein, ich glaube, die Recherche ist ähnlich spannend für jedes Genre, weil man ja in Summe Hintergründe recherchiert und jetzt weniger tatsächlich Kriminalfälle. Ich finde Recherche aber im Prinzip eine spannende Sache. Ich mache das ganz gerne, wenn es nicht zu viel ist. Also ich bin jetzt niemand, der zuerst mal 5 Monate recherchiert, bevor er zu schreiben anfängt.
Ich suche mir immer die Sachen raus, von denen ich weiß, ich werde sie brauchen und ich werde sie auch dann wirklich in die Geschichte einbauen und recherchiere jetzt also nicht, es gibt die Kollegen, die recherchieren wirklich das Doppelte und Dreifache und haben dann ein sehr bewundernswertes Hintergrundwissen. Ich recherchiere wirklich immer genau die Dinge, die ich dann für den Roman auch brauche und wissen muss. So, da geht es ja noch sehr weit unten. Warte. Mimi, welche Person aus Ihren Büchern würden Sie gerne für einen Tag mal sein und warum? Oh Gott, also nicht Nika. Ich überlege mir das, ich glaube, also zumindest so in der Zeit, wo die Bücher, so im Anschluss ans Buch dann vielleicht ganz gern, aber so während der Handlung haben es die alle nicht so wirklich gemütlich. Spannend fände ich es mal, für einen Tag so Ria aus der Trilogie zu sein, einfach um mir diese zukünftige Welt anzuschauen, obwohl die ja jetzt auch nicht so strahlend fröhlich ist. Ja, aber ich glaube trotzdem, ich glaube, das würde ich am ehesten ausprobieren wollen. Simon, war das erste Buch etwas Besonderes im Gegensatz zu den nächsten Büchern oder ist jedes aufs Neue besonders? Es ist jedes aufs Neue besonders. Das erste war natürlich trotzdem einfach dadurch, dass es das erste war, nochmal ein bisschen besonderer, weil dieses Erlebnis, das erste Buch in den Händen zu halten und es hat wirklich jemand gedruckt und man kann es jetzt wirklich kaufen und oh Gott, und wird es jemand lesen oder nicht? Das ist beim ersten Buch, stellen sich diese Fragen schon noch ein bisschen akuter als bei den folgenden Büchern, aber es ist jedes Mal wieder toll und jedes Mal wieder spannend und jedes Buch riecht ein bisschen anders, habe ich festgestellt, und fühlt sich ein bisschen anders an und überhaupt, also es ist schon jedes Mal wieder eine tolle Sache und spannend. Da ist nochmal die Frage, mit wer wäre ich denn gerne? Nicole Müller, wann wussten Sie, dass Sie es als Autorin geschafft hatten, die Leser zu fesseln? Hey. Ich weiß nicht, ob man das so wirklich, ab wann wusste ich das? Also man erfährt es natürlich aus Rückmeldungen, aber es ist ja auch gleichzeitig so, dass nicht jedes Buch jeden Leser immer total fesselt. Das erfährt man auch aus Rückmeldungen. Das, also jetzt zum Beispiel, es gibt Leute, die fanden Säkulum sensationell, dann gibt es Leute, die sagen, Säkulum. Also es ist, man hat bei jedem Buch so Pro- und Kontra-Stimmen. Liegt vielleicht auch daran, dass bei mir die Bücher sich doch auch immer ein bisschen voneinander unterscheiden und man sich nicht so hundertprozentig darauf verlassen kann, dass wer Punkt A gelesen hat, in Punkt B das Gleiche oder was wahnsinnig Ähnliches kriegt. Aber ich finde, das hält es auch für mich spannend und für euch hoffentlich auch. Dear Delight, schreiben Sie täglich 4, 6, 8 Stunden oder eher unter Druck 14 Stunden am Tag, wenn eine Deadline naht? Ich schreibe eher 14 Stunden am Tag, wenn eine Deadline naht. Aber ich schreibe tatsächlich, also ich versuche, mein Schreibpensum, mein tägliches, schon auch einzuteilen, allerdings nicht nach Stunden, sondern nach Worten. Also mein Plan soll, mein tägliches beläuft sich auf 1300 Worte. Wenn ich die schaffe, ist alles gut. Das geht aber umso schneller und umso besser, je näher die Deadline rückt. Also die ist schon wichtig. Sie ist nicht schön, aber sie ist wichtig. Charlene, gibt es einen besonderen Unterschied beim Schreiben von Erwachsenen- oder Kinderbüchern? Stimmung oder Sonstiges? Also der Unterschied ist nicht so rasend groß, wie man vielleicht denken würde, aber die Stimmung vielleicht wirklich ein bisschen. Ich gebe mir Mühe, auch wenn ich jetzt kein rosaroter Glitzer-Sternchen-Happy-End-Freund bin, meine Jugendbücher immer auf einer eher positiven Note enden zu lassen. Das tue ich bei meinen Büchern für Erwachsene nicht zwingend. Das würde ich mal als den Basisunterschied nennen und dann auch die Mengen an Blut und Ähnlichem und der Headcount, also sozusagen die Höhe des Leichenstapels. Aber sonst keine großen Unterschiede. Pinguin TV. Pinguin, das ist ja lustig. Welchen Roman von dir würdest du am liebsten verfilmt sehen? Welche Computerspiele, auf welchen Konsolen spielst du, hast du gespielt?
Welchen Roman von mir würde ich am liebsten, glaube ich, am liebsten die Trilogie verfilmt sehen tatsächlich. Das fände ich sehr spannend und das könnte man auch so als Serie machen in mindestens 3 Staffeln und das fände ich ausgesprochen cool. Aber ansonsten, ich fände es auch bei allen anderen sehr spannend, sie verfilmt zu sehen. Wobei mir schon auch bewusst ist, dass das immer mit mindestens einem weinenden Auge verbunden wäre, weil natürlich für den Film immer Abstriche gegenüber dem Buch gemacht werden müssen. Das sehe ich schon auch ein. Aber es tut dann wahrscheinlich trotzdem weh. So. Jessie, welche Musik hören Sie am liebsten während dem Schreiben? Filmmusik. Ich höre Soundtracks, diverse, was mir gerade unterkommt, was ich gerade jetzt so akustisch und von der Stimmung her passend finde. Das kann alles Mögliche sein. Also Erebos habe ich zum Beispiel ziemlich durchgängig zu Gladiator geschrieben. Aquila habe ich, das ist kein Film-Soundtrack, aber auch also es singt keiner, das ist eigentlich die Hauptsache. Das war eine CD von Ludovico Einaudi, den ich da rauf und runter gehört habe. Gut, ich wechsle jetzt einfach einmal der Fairness halber kurz zu Facebook. Hallo Facebook. Gott. Benny Cullen. Wie kamen Sie auf den Ort Siena als Handlungsort für die Geschichte? Haben Sie eine persönliche Verbindung zu der Stadt? Also ich habe insofern eine persönliche Verbindung zu der Stadt, als ich dort gewesen bin und es fantastisch schön fand und eben diese Einteilung in die verschiedenen Stadtbezirke, in die Kontraden unheimlich interessant fand und diese ganze Struktur, die hinter der Stadt und diesen einzelnen Bezirken liegt, die da teils miteinander verfeindet sind, teils miteinander befreundet sind. Dann gibt es zweimal im Jahr diesen Palio, dieses Pferderennen nach mittelalterlicher Tradition, der dort eine unglaubliche, also das ist ein unglaubliches Fest, wo Siena im Prinzip für 2 Tage lang lahm liegt. Also da ist sehr viel Eigenes und Spannendes in der Stadt und das hat einfach gepasst für mich. Nina Weiler fragt, woher kommen die Ideen für Ihre Geschichten? Sind es fantasievolle Träume, die sich weiterentwickeln? Das wäre schön. Nein, dann wäre es nämlich einfach. Nein, also geträumt habe ich bisher noch keine meiner Geschichten. Wirklich noch nie. Also sie kommen nicht im Schlaf zu mir. Die passieren mir anders. Ich kann es aber oft auch gar nicht wirklich sagen. Es sind oft also manchmal sind es so Artikel im Internet, die ich lese, wo ich mir denke, hoppla, das ist doch aber interessant, da könnte man was draus machen. Und jetzt im Fall von Aquila war es die ganz einfache Sache, dass ich alte Jeans ausgemistet habe, wie man das ja ab und zu tut. Und dann, auch dann räumt man die Hosentaschen aus. Und ich habe einfach in einer, die habe ich, glaube ich, 5 oder 6 Jahre lang nicht mehr getragen, habe ich dann einen Zettel hinten gefunden mit Notizen von mir und habe keine Ahnung mehr gehabt, was das denn heißen sollte, woran ich mich da denn erinnern wollte, worauf sich das bezogen hat. Also es war im Prinzip ähnlich, nur nicht ganz so kryptisch, aber ich konnte es mit nichts mehr assoziieren und dann hat das so weitergearbeitet und ja, arme Nika, das hat sie jetzt davon. Vivi fotografiert. Oh, okay, wir beantworten auch kritische Fragen. Ich bin jetzt auf Seite 260 und finde es super. Danke. Aber wieso hat es dieses grauenhafte Cover? So, also ich muss jetzt mal heftigst widersprechen. Ehrlich, das ist eins meiner Lieblingscover bisher. Also ganz auf einem Level mit Seculum, das bisher mein uneingeschränktes Lieblingscover war. Ich finde das klasse. Okay, es geht noch weiter. Es passt überhaupt nicht zum Buch. Finde ich nicht. Das Cover lässt einen actionreichen Fantasy-Roman ab 14 erwarten, aber keinen psychologischen Krimi, der eher für Frauen ab 18 ist. Also ich würde sagen, das ist trotzdem eher ab 14 und psychologisch. Also ich habe jetzt gar nicht an Fantasy-Roman gedacht, als ich es das erste Mal gesehen habe. Muss ich gestehen, aber ich schätze, da assoziiert auch jeder was anderes. Das kann man wahrscheinlich genauso schwer über einen Kamm scheren wie
überhaupt Buchthemen, die Art, Geschichten zu erzählen. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Der eine findet, es passt, der andere nicht. Ich persönlich finde, es passt. Ich bin Buchhändlerin und werde total Probleme haben, dieses tolle Buch zu verkaufen. Sie schaffen das. Ich habe vollstes Vertrauen in Sie. Sie machen das. Gut. Ja? Bei der Coverfrage würde ich noch mal einhaken. War das Cover, ist es auf dem Vorschlag von dir hin entstanden oder war das ein Vorschlag vom Designer, vom Verlag oder war da der Prozess? Also der Coverprozess läuft eigentlich immer gleich ab. Ich bin jetzt überhaupt nicht so der grafisch denkende Typ. Bei mir werden die immer relativ einfallslos, die Cover. Das heißt, es kamen Vorschläge vom Verlag, die gingen allerdings alle in die gleiche Richtung. Und nachdem mir die fast, also wirklich alle gefallen haben und der halt am besten, habe ich gesagt, bitte, bitte den. Und so entstand das dann. Ich bin also schuld. Mitschuld zumindest. Aber ich finde das Cover total schön. Es greift sich auch so schön an und ach. Und hach. So. Tut mir leid, Vivi. Mario Erhard will wissen, wie lange hat es von der Idee bis zum fertigen Buch im Handel gedauert? Oh Gott. Muss ich jetzt rechnen? Ich tippe auf ein Jahr. Also es ist immer so rund ein Jahr von der Idee. Die reine Schreibzeit ist dann circa ein halbes Jahr und bis es dann draußen ist. Ich würde mal sagen, die Idee ist jetzt circa ein Jahr alt. Und dafür ging es eigentlich ganz schön schnell. Latina. Angenommen, Sie wären in derselben Situation wie Nika, würden Sie genauso handeln wie die Protagonistin? Würden Sie sich anderen Menschen anvertrauen oder wären Sie erstmal misstrauisch? Ich glaube, ich wäre erstmal misstrauisch. Aber halt in dieser speziellen Situation, die wir ja hier jetzt gerade erstmal nur angerissen haben. Wobei ich da auch auf mein Bauchgefühl hören würde und hoffen, dass mich das nicht täuscht. Nika macht das dann ja ähnlich. Aber ich denke, also ich würde auf jeden Fall nicht automatisch alles glauben, was mir die Leute erzählen, was ich denn so getan habe die letzten zwei Tage. Nina Schröder, liebe Frau Posnanski, hat man die Chance, auch irgendwo eines ihrer Bücher signiert zu bestellen? Ich bin ein großer Fan und habe bis jetzt jedes Buch im Regal stehen, das ist lieb, noch nicht zu den Lesungen geschafft, weil die meist zu weit weg sind, komme aus Duisburg, da bin ich aber gewesen. In Essen auch. Aber es gibt eine österreichische Buchhandlung, die immer mal wieder signierte Bücher von mir verschickt. Die nehmen aber logischerweise dann auch Porto dafür, weil das von uns aus erstaunlich viel kostet. Und es ist ein bisschen schwierig. Es ist wirklich die beste Variante, ist wahrscheinlich einfach doch zu einer Lesung zu kommen. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wo ich die nächste Zeit bin, aber ich bin in der Gegend von Düsseldorf im September jetzt irgendwann, also so in und um Düsseldorf herum. Michelle Davies fragt, was war die Inspiration für genau diese Handlung? Das habe ich, glaube ich, jetzt schon so ungefähr erläutert. Jenny Eberle, mich würde der Entstehungsprozess interessieren, also wie lange es gedauert hat von der Idee rund um die Geschichte bis zum finalen Buch und dessen Erscheinung, das haben wir auch schon so ungefähr abgehandelt. Sophias Book Planet, können Sie sich noch an Ihre allererste Buchidee erinnern? Also an die allererste Idee, die dann tatsächlich zu einem Buch wurde? Ja, das war ein Kinderbuch, so für ungefähr 6-7-Jährige, hieß Buchstabendschungel, wird übrigens jetzt auch demnächst von Löwe neu aufgelegt. Und da ging es um einen Affen und einen Papagei, die in einem Dschungel leben und in diesem Dschungel gibt es einen fürchterlichen Sturm. Und dieser Sturm verweht allen Tieren ihre Anfangsbuchstaben. Und der Affe und der Papagei sammeln die Buchstaben ein und versuchen sie an die richtigen Tiere zurückzugeben. Was nicht immer klappt. Aber, also das war die Grundidee, das war die Idee meines ersten Buchs und die ist dadurch entstanden, dass mein Sohn damals, der war noch definitiv unter Lesealter, aber hat Buchstaben so spannend gefunden und ich habe nach einer Geschichte gesucht, die das irgendwie, ja, die dazu ihm passen würde, die da für ihn passen würde
Und dann bin ich eigentlich bei einer Geschichte gelandet, die für wesentlich ältere Kinder war, also selbstschreibend. Aber das war so die Grundidee und der Impuls und der Anstoß für das allererste Buch. Inspiriert haben wir schon erklärt. Miriam Das Wusel Pachner sagt, was schreiben Sie denn am liebsten, Jugendbücher oder Krimis? Und wie bekommt man die ganzen Ideen zu den Stories? Also die Ideen, wie gesagt, durch Zufall und ein bisschen Glück und dann im Anschluss durch relativ viel Nachdenken, wenn der erste Anstoß mal da ist. Und was ich am liebsten schreibe, ich schreibe das beides gleich gern tatsächlich. Also ich finde die Abwechslung sehr schön. Ich finde es schön, nach dem Jugendbuch wieder was für Erwachsene schreiben zu können und dann wieder zum Jugendbuch zurückzugehen. Und das, also dieses Hin- und Her-Pendeln, das liegt mir offensichtlich und macht mir großen Spaß. Und von daher habe ich da jetzt keine Präferenz. Annette Hülswitt explodiert geradezu vor Fragen. Ich suche jetzt eine raus, okay? Gibt es angefangene Bücher von Ihnen, die Sie nie beendet haben? Nein. Es gibt, schon, aber die habe ich nicht mehr. Also es gibt so aus meiner Teenagerzeit gibt es angefangene Bücher von mir, die ich nie beendet habe. Das war aber auch kein Fehler im Nachhinein betrachtet. Und die habe ich alle damals noch mit der Hand geschrieben und die sind in diversen Umzügen mittlerweile längst verschollen, weggeschmissen und nicht mehr rekonstruierbar. Also so gesehen gibt es die nicht. Melali. Ursula Posnanski hat ja bereits mit Arno Strobel zusammengearbeitet. Ist in Zukunft eine Zusammenarbeit mit weiteren Autoren oder Autorinnen geplant? Erscheinen noch weitere Teile von Anonym? Ja, also letzteres Jahr, da sind wir gerade beim Fertigschreiben. Zusammenarbeit mit weiteren Autoren und Autorinnen ist im Moment nicht geplant. Ich glaube, das muss passieren irgendwie. Sowas plant man auch nicht, sowas passiert einem irgendwie. Viktoria Schweighofer. Wie sind Sie auf die Idee zu diesem Buch gekommen? Was haben wir geklärt? Und gibt es für Sie Orte, an denen Sie besonders gerne schreiben? Ja, also ich schreibe eigentlich am liebsten so in meinem Büro. Da habe ich meistens Ruhe und irgendwie so alles um mich herum, was ich beim Schreiben gern um mich herum habe. Aber ich kann theoretisch auch anderswo schreiben. Also ich kann auch in Flugzeugen, Zügen, Hotels. Wenn ich muss, kann ich überall schreiben. Susi Melzer. Gibt es ein Genre, das Sie Ihren Lesern gerne einmal präsentieren würden, sich selbst aber bislang nicht so richtig rantrauen? Nein. Also wenn ich das gerne würde, dann würde ich mich auch rantrauen, glaube ich. Ich würde gerne ein Genre erfinden, das habe ich mir mal überlegt, aber das ist schwierig, weil die anderen schlafen ja auch nicht. Aber das fände ich cool, so ein Genre ins Leben rufen, das es bisher noch nicht gibt. Aber wenn mir eins einfällt, dann mache ich das auch, versprochen. Da traue ich mich dann. Was ist mein liebstes Buch, will Melli Reim wissen, das weiß ich leider selber nicht. Also die Frage nach dem Lieblingsbuch, sowohl unter meinen eigenen als auch unter Fremdbüchern, kann ich nicht beantworten, weil es gibt einfach so viele wirklich, wirklich gute Bücher, die lassen sich dann auch ganz schwer untereinander vergleichen und da bin ich chancenlos, eins rauszusuchen. Da passt vielleicht eine Frage aus dem Facebook-Livestream ganz gut. Gibt es ein Buch von einer anderen Autorin oder einem anderen Autor, welches Sie selbst gerne geschrieben hätten? Ich hätte gern die Harry Potter-Serie geschrieben. Die hätte ich echt gern. Nein, jetzt auch nicht nur wegen dem bisschen Geld, das man damit hätte verdienen können, sondern wirklich, weil ich die Bücher toll finde und weil das auch so genau die Art von Büchern ist, die ich gerne lese und diese Art von Geheimnisse in einem Plot verstecken, so dass man sie nicht wirklich, dass man es wirklich nicht während des Lesens, also man könnte drauf kommen, kommt aber nicht drauf. Das hat sie so fantastisch gemacht, da bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch, aber eben nicht ums Geld, sondern darum, wie unglaublich gut sie das konstruiert hat. Also so gesehen, ja, Harry Potter hätte ich sofort gerne selbst geschrieben.
Wurden Sie davon auch so ein bisschen beeinflusst oder gibt es Autorinnen und Autoren, die Sie beeinflusst haben in Ihrem Schreiben? Also was mich dann eventuell an der Potter-Serie, es hat mich insofern beeinflusst, weil es mir gezeigt hat, dass man für Jugendliche auch ganz komplizierte Geschichten schreiben kann, wo eben nichts von Anfang an offensichtlich ist, wo man wirklich aufpassen muss, wo man den gesamten Handlungsstrang über 7 Bücher im Blick behalten muss, um zum Schluss wirklich alles zu verstehen. Und vielleicht hätte ich mich das bei Erebos nicht so getraut, also das wirklich so vielschichtig zu machen, wenn ich nicht über Potter gesehen hätte, das geht. Und das klappt auch beim Publikum und die Jugendlichen sind nicht überfordert, sondern im Gegenteil, sie finden das toll. Also so gesehen, ja, beeinflusst. Ach, das ist eine schöne Frage. Juliane Hasert, ich weiß zwar nicht, ob ich sie beantworten kann, aber sie gefällt mir sehr. Hallo Frau Posnanski, jeder Mensch hat ja gewisse Macken, wie zum Beispiel einen Putzfimmel. Welche Macken sind typisch für Sie? Also Putzfimmel nicht. Habe ich Macken? Einen Putzfimmel, also vom Putzfimmel muss ich jetzt ganz weit weg. Nein, aber ich überlege jetzt gerade wirklich, also so. Ja, ich bin so ein Grammatik, wie sagt man das denn jetzt? Also ich bin, ja, da bin ich echt kritisch. Also ich bin so Grammatik und Rechtschreibung, da bin ich dann manchmal bei Postings, ich bin immer versucht, ich würde das so gern korrigieren, aber ich kann nicht. Und wenn mir selber sowas passiert, ist es überhaupt ganz schlimm. Also dann ist mein Tag versaut. Aber auch so, also auch bei Büchern, die ich lese, das ist aber auch durch selber Schreiben, bin ich draufgekommen, ich kann wirklich nur noch die Bücher genießen, bei denen ich nicht so innerlich den Rotstift zücke und sage, Wort, Wiederholung, das könnte man doch so ausdrücken und man könnte diesen Satz umstellen und dann könnte man vielleicht eventuell auch noch das machen und so. Das heißt überhaupt nicht, dass mir das nicht passiert. Es geht mir dann auch bei meinen eigenen Büchern irgendwann an manchen Stellen so. Aber da, das würde ich durchaus als Marke bezeichnen. Da komme ich irgendwie nicht drüber. So, dass ich sage, ach, lass doch mal. An Katrin Dunkler, ich nehme auch wieder eine Frage raus. Ist der Beruf Autorin für Sie schon immer ein Traumberuf gewesen? Jein. Also ja, ich habe ihn mir nur völlig anders vorgestellt. Und andererseits auch wieder nein, weil ich ganz lange der Überzeugung war, dass ich ganz bestimmt nicht die Ausdauer habe, mehr als 20 Seiten am Stück zu schreiben. Also eine Geschichte, die dann über 400 Seiten geht oder so, das war für mich unvorstellbar. Also als Kind und speziell dann auch als Jugendliche war mir klar, mir fehlt der lange Atem für ein Buch. Daher war das dann kein Traumberuf, weil ich genau, das hätte ich auch sagen können, ja prima Ballerina, wäre auch klar gewesen, eher nicht. Aber es hat sich dann einfach mit der Zeit offensichtlich meine Ausdauer erhöht und ja. Ich weiß auch nicht, ob es ein Traumberuf gewesen wäre, wenn ich es mir damals so vorgestellt hätte, wie es tatsächlich ist. Ich glaube, dann ist es für ein Kind nicht so zwingend ein Traumberuf, weil man ja sehr viel Zeit mit sich alleine und den eigenen Ideen verbringt. Jetzt ist es absolut ein Traumberuf. So. Sonja, Claudia Fuchs war noch zuerst. Wie gehen Sie mit Schreibblockaden um? Ich habe keine Schreibblockaden. Und jetzt habe ich es verschrien und habe wahrscheinlich ab morgen eine. Nein, aber Schreibblockaden sind ja so dieses Grundlose nicht schreiben können. Wenn bei mir das Schreiben hakt, dann hat es eigentlich immer einen Grund. Nämlich entweder, dass ich in der Geschichte mich gerade nicht so gut zurechtfinde oder dass ich irgendwo einen Fehler eingebaut habe oder sowas in der Richtung. Das sind dann meistens die Gründe, warum ich blockiert bin. So grundlose Schreibblockaden sind dann einfach die ganz normalen Dinge, die man in jedem anderen Beruf auch hat, sowas wie heute einfach keine Lust. Da muss man aber einfach drüber, speziell eben wenn die Deadline naht, dann gilt keine Lust überhaupt nicht. Und die Schreibblockade, die ganz grundlose, die ist mir fremd. Ich weiß aber auch nicht so wirklich, woher die kommen soll. Sonja Bergermann, was war der Arbeitstitel zu Aquila und warum haben Sie ihn gewählt oder hieß es von Anfang an so? Nein, es hieß, also auf meinem Laptop heißt es immer noch Siena. Das war für mich, ich suche halt immer irgendeinen Arbeitstitel, an dem ich die Geschichte wiedererkenne und das war in dem Fall Siena.
aber Aquila ist der deutlich bessere Titel. So. Phoebe Bambina, was ist Ihnen an Ihren Büchern besonders wichtig? Haben Sie vor, in einem bestimmten Genre weiterzuschreiben oder lassen Sie alles auf sich zukommen? Also jetzt mal schreibe ich, glaube ich, so in der Spannungsecke weiter. Wie gesagt, da fühle ich mich auch recht wohl. Wenn es mich irgendwann fürchterlich nach einem Genrewechsel drängt, dann werde ich den machen. Ich finde es immer spannend, sich zwischendurch wieder neu zu erfinden, aber das kann man auch innerhalb eines Genres ganz gut, meiner Erfahrung nach. Und ja, also im Moment Thriller, Krimi, Spannungs... Also ich würde es wirklich mit Spannungsroman umschreiben, das Ganze. Und da fühle ich mich im Moment, wie gesagt, noch sehr, sehr zu Hause und sehr wohl. Susi Melzer, wenn Sie spontan eines der Bücher aus dem Regal hinter Ihnen... Okay, aus dem Regal hinter mir. Für die nächsten Tage zum Lesen mitnehmen dürften, auf welches würde Ihre Wahl fallen? Das weiß ich nicht. Das dauert jetzt länger. Die Frage beantworten wir später noch per Twitter. Okay. Oh ja, ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich würde mir den Bernhard Eichner mitnehmen. Totenrausch, ist das da drin? Nein, ich würde mir den... Der steht aber da nicht. Ich habe nämlich den Bernhard noch nicht ganz fertig gelesen. Dann würde ich wahrscheinlich den mitnehmen. Oder... Oh Gott. Ich glaube, wir beantworten, ja, ich glaube, uns läuft es. Also ich bleibe jetzt einfach mal bei Bernhard Eichner. Bernhard Eichner kann man nichts falsch machen. So. Ich schaue jetzt mal kurz wieder rüber zu Twitter. Ich schaue. So. Das haben wir schon. Crazy Bookworm 84. Ist der Wechsel zwischen dem Schreiben eines Thrillers und Jugendbuchs nicht sehr schwer? Nein, finde ich nicht. Im Prinzip finde ich das geradezu... Nein, ich finde es eben, wie gesagt, ich find's angenehm, das Wechseln und daher auch überhaupt nicht schwierig. Foto. Noch ein Foto. Okay. Nusscookie. Liebe Ursula, schreibst du aktuell an einer Dystopie oder hast du es mal wieder vor? Die Illyria-Trilogie hat mir so gut gefallen. Ja, mochte die auch sehr, ich mag die immer noch. Aber im Moment schreibe ich nicht an einer Dystopie. Also nicht, nein. Nein. Das ist keine, nein. Sorry. Aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, sowas wieder zu machen, wenn die Idee dazu da ist. Also, ich schließe gar nichts aus. Und von daher, wer weiß. Jules P. Was bedeutet Aquila und wie sind Sie auf diese Wortschöpfung gekommen? Es ist keine Wortschöpfung. Es ist ein italienisches Wort und es bedeutet Adler. Und Adler ist, wie wir gerade vorhin so en passant eventuell mitbekommen haben könnten, kommt der ja auf Nikas Liste vor, nämlich halte dich fern von Einhorn und Adler. Auf Italienisch Aquila. Die Marcelina Schulte, haben Sie selbst eine spezielle Verbindung zu Siena oder zur Toskana, also dort studiert oder ein Ferienhaus? Nein, aber gute Idee. Liebe Ursula, was würdest du machen, wenn du eines Morgens ohne Erinnerungen, Handy und eingeschlossen in deiner Wohnung aufwachst? Ich würde schlicht aus dem Fenster klettern, weil ich ein Haus habe, geht das? Ohne dass man sich irgendwas bricht. Aber es würde mich beunruhigen, denn das würde heißen, dass der Strom auch ausgefallen ist, weil meine Haustür geht auf Knopfdruck auf. Und das wäre übel. Also ich habe sowieso nicht Schlüssel mit, weil Code-Dingens. Das ist aber, hat einen Vorteil, man kann sie nicht verlieren. Aber wenn der Strom ausfällt, ist blöd. Dann ist man innen und außen ein- und ausgesperrt. Emily, haben Sie irgendeinen Menschen oder eine Sache, die Sie immer wieder beim Schreiben motiviert? Also die Deadline haben wir schon angesprochen. Ansonsten, es ist halt auch einfach mein Job. Ich glaube, und das ist einer der schönsten, die man haben kann, da kommt die Motivation in den meisten Fällen von selbst.
Wobei es eben, wie gesagt, es gibt schon auch immer die Tage, wo man keine Lust zu schreiben hat und gerne irgendwas tun würde, wo man so ohne Kopfbeteiligung irgendwie einfach, keine Ahnung, Gurkengläser zuschrauben oder sowas. Aber ja, nein, also wie gesagt, es ist, so viel Motivation brauche ich im Allgemeinen nicht und ansonsten habe ich eine ganze Menge Freunde, Kollegen und nette Menschen um mich herum, bei denen ich mich dann ein bisschen ausheule und so, ich will aber gerade gar nicht und ich habe keine Lust und warum muss ich schreiben? Und wenn ich das dann los bin, dann geht es auch wieder. Okay. So. Suhani. Finden sich Ihre Bekannten, Verwandten oder sonstige Personen aus Ihrem Umfeld in Ihren Büchern wieder? Nein, die würden sich schön bedanken, glaube ich. Nein. Also ich baue tatsächlich keine Realpersonen in meine Bücher ein, ganz bewusst nicht. Nicht nur, weil ich das derjenigen ersparen will, sondern weil es sich, glaube ich, für mich komisch anfühlen würde, das zu mischen. Wenn ich jetzt 7 erfundene Personen hätte und eine echte drin, das wird sich nicht kohärent anfühlen. Das wäre komisch, das wäre merkwürdig. Daher bleibe ich einfach bei meinen Kopfgeburten. So, ich drücke mal wieder aufs Knöpfchen, einfach so. Ich befürchte, ich bin nicht ganz lückenlos durchgegangen. Entschuldigung, alle, die ich übersehen habe. Tütüm. Steffi Binder, dürfen Ihre Familie, Freunde und Bekannten Ihre neuen Bücher Probe lesen und wer ist Ihr größter Kritiker? Es ist so, theoretisch fand ich die Sache mit den Probelesern immer ganz gut und habe das zu Beginn auch gemacht. Eine ganz liebe Freundin von mir hat meine Bücher Probe gelesen und die hat das fantastisch gemacht. Die hat auch wirklich immer den Finger auf die Wunde gelegt, wenn irgendwas nicht ganz stimmig war. Und das war sehr, sehr toll. Ich glaube, die würde das auch immer noch machen. Das Problem ist tatsächlich der Zeitfaktor. Ich bin bei der Abgabe meiner Manuskripte immer schon so spät dran, dass ich sie eigentlich so quasi direttissima letztes Mal durchlesen, abschicken und dann eh schon 3 Wochen zu spät sein, im besten Fall. Aber wenn ich jetzt noch Probeleser zwischenschalten würde und dann müssten die das ja auch erstmal lesen oder auch wenn sie es begleitend mitlesen würden, es ist wirklich dann so, selbst wenn dann noch Einwände kommen würden, und hätte ich wahrscheinlich gar nicht mehr die Zeit, darauf wirklich einzugehen und sie einzubauen und dann ist das ganze verlorene Liebesmühe und irgendwie sinnlos. Allerdings habe ich schon Freunde und die sind eigentlich alle aus der schreibenden Zunft und das sind auch gar nicht viele, wo ich, wenn ich hänge, mal kurz sage, hallo, hast du eine Idee? Ich stecke da gerade irgendwie. Also das schon, aber dann ist es meistens auch so Dialog und man nähert sich dann gemeinsam an. Aber es ist gar nicht so häufig, ab und zu. Ja, Nina, lesen Sie sich Rezensionen bei zum Beispiel Amazon über Ihre Bücher durch und wenn ja, machen Sie sich dann Gedanken dazu. Ich habe das ganz am Anfang gemacht und das ist, glaube ich, nicht gesund für Autoren. Ich halte das für, also ich lese Rezensionen, die ich zum Beispiel vom Verlag zugeschickt kriege, also alles, was so in Zeitungen rezensiert wird, in Zeitschriften. Auch wenn Blogger mir Links schicken, da lese ich schon rein oder ich lese die, also die lese ich dann auch. Aber ich gehe jetzt nicht so akribisch jeden Tag auf Amazon und schaue, gibt es eine neue Rezension? Und ja, ist sie gut, ist sie schlecht? Oh Gott, sie ist nicht gut, was mache ich denn jetzt? Weinen, den Beruf wechseln, mich genau nach dem richten, was der Rezensent gerne anders haben möchte. Das geht eben nicht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, an den kommt man irgendwann, wenn man professionell schreibt, dass man es nie schaffen wird, ein Buch zu schreiben, das allen gefällt. Und daher versucht man das am besten auch gar nicht, sondern schreibt das, was einem selbst gefällt und man schreibt so, wie man es halt selbst für richtig hält oder für angemessen oder für, ich weiß, ja, oder wie es einem halt liegt. Und von daher bin ich kein Fan von Rezensionen suchen gehen, also das mache ich ganz bewusst nicht. Aber was mir so unterkommt und was man mir schickt und was ich vom Verlag speziell auch zugeschickt bekomme, das lese ich durchaus. Und finde es interessant, weil manchmal lesen dann Rezensenten oder Kritiker oder Blogger lesen dann Sachen raus, die
mich komplett überraschen, wo ich sage, oh ja, ist ein kluger Gedankengang, schön, hätte ich auch gern gehabt in dem Zusammenhang, hatte ich zwar nicht, aber gefällt mir und wenn man das rauslesen kann, tolle Sache. So, wir werden doch nicht schon durch sein. Das kann nicht sein. Zuerst war es gerade noch... Moment, ich glaube, ich mache da gerade wieder was falsch. Hier wäre noch eine Frage. Fräulein Schnee. Die gleiche? Ja. Haben Sie einen Tipp für HobbyautorInnen? Was macht ein Buch zu einem richtig guten Buch? Gibt es eine Geheimzutat? Da könnten wir jetzt schon allein drei Bücher drüber schreiben. Also Tipp für Hobbyautorinnen ist die Frage, ob es ein Hobby bleiben soll oder ob es irgendwann mehr als ein Hobby werden soll. Wenn es ein Hobby bleiben soll, dann wäre mein Tipp, einfach möglichst viel Spaß dabei haben und ruhig mit dem Stift oder am Computer ein bisschen verrückt spielen und alles ausprobieren, was sich ausprobieren lässt. Das mit dem Ausprobieren würde ich auch dann raten, wenn es in eine professionellere Schiene gehen soll. Da würde ich dann auch sehr dazu raten, Bücher, die man mag und wo man sich überlegt, vielleicht irgendwann mal in die Richtung schreiben zu wollen, sehr bewusst zu lesen und zu schauen, wie der Autor das denn macht, wie der das denn macht, was man mag. Also zum Beispiel sich ganz besonders spannende Stellen raussuchen und zu schauen, wieso ist die Stelle spannend. Also das mal nicht einfach nur lesen, sondern ganz analytisch lesen. Was steckt da technisch drin? Warum ist das spannend? Oder umgekehrt, bei Büchern, die einem überhaupt nicht gefallen, sich das auch ganz bewusst anschauen und sagen, wieso langweile ich mich hier so? Oder was macht der Autor hier, wie macht er sich da seine eigene Geschichte kaputt? Natürlich ist das auch wieder subjektiv. Aber jetzt eben, Schreiben ist was Subjektives. Und für sich selber kann man da, glaube ich, am meisten rausziehen. Das fand ich immer eine tolle Übung, sich tolle Buchstellen zu nehmen und sich anzusehen, wieso sind die so gut, wie sie sind. Weil man kann das ja dann auch auf die eigene Arbeit in irgendeiner Form übersetzen. Es ist ja alles Technik. Es ist einerseits natürlich auch Inspiration dabei, aber es ist auch ganz, ganz viel Technik, die drinsteckt. Und die kann man definitiv lernen. Was macht ein Buch zu einem richtig guten Buch? Für mich gibt es diesen Sogfaktor. Also für mich ist ein Buch dann auf jeden Fall schon mal ein gutes Buch, wenn ich es nicht aus der Hand legen will. Was es dann zu einem noch besseren Buch macht, ist, wenn die Sprache stimmt, wenn ich nah an den Figuren dran bin, aber das spielt dann auch schon wieder stark in Punkt 1 rein, weil je näher ich an den Figuren dran bin, desto weniger möchte ich sie alleine oder möchte ich sie irgendwie verlassen oder eben das Buch aus der Hand legen. Ja, gibt es eine Geheimzutat? Es ist in einem Buch nichts geheim. Es steht alles da. Man kann sich Wort für Wort und Buchstabe für Buchstabe anschauen. Da gibt es nichts Geheimes. Also nichts, was man nicht analysieren könnte, nichts, was man nicht für sich selbst herausfinden könnte. Von daher, Zutaten ja, Geheimzutaten eigentlich nicht. Nina, ach so, nein, Nina wäre gerne hier. Ja, Nina, schade. Jules, ich sage Jules, Jules P., haben Sie schon wieder eine Idee für Ihr nächstes Buch? Ja, habe ich schon. Sie ist allerdings noch nicht wahnsinnig ausgereift und ich werde hier jetzt nichts dazu sagen. Weil, wer weiß, vielleicht verwerfe ich sie ja wieder. Nina möchte wissen, was würdest du machen, wenn sich deine Bücher irgendwann nicht mehr verkaufen lassen? Womit würdest du dann dein Geld verdienen? Was würde ich dann machen? Also entweder würde ich wieder in den Journalismus zurückgehen, wo ich herkomme, oder ich würde was völlig anderes machen. Wobei ich dir jetzt nicht aus dem Stegreif sagen könnte, was. Ein Alternativberuf, der mich auch immer interessiert hätte, wobei ich das nie irgendwie angefangen hätte oder nie wirklich professionell mich in die Richtung fortgebildet hätte, was ich mir aber total schön vorstelle als Job, ist Fotografin. Also das wäre was, wo ich mir vorstellen könnte, dass das richtig Spaß macht, sein Leben damit zu verbringen, aber ich glaube, da gibt es schon ein paar richtig gute und solange das mit dem Schreiben klappt, bleibe ich dabei.
Soho. Was haben wir hier noch? Ihr wart ja fleißig von Lovely Books. Sehr viel getwittert. Penguin TV fragt, Outliner oder Discovery Writer oder ganz anders? Bezieht sich das auf das Schreibprogramm? Und das sind welche, die ich nicht kenne? Was ist Outliner oder Discovery Writer? Also wenn das Schreibsoftware ist, irgendwie klingt es, als wäre es das, dann würde ich sagen, was ganz anderes, nämlich Papyrus. Papyrus Autor. Das ist sehr, es kommt mir extrem entgegen. Man kann überall diese kleinen gelben Zettelchen hinhängen und so Querverbindungen machen. Ich nutze das Programm zwar nur zu so, ich glaube, also das kann viel mehr als ich. Ich glaube, ich nutze so circa 30% von den ganzen Features, die da drin stecken. Was ich allerdings nutze, ist die Wortwiederholungs-Nachverfolgungsfunktion. Also das unterstreicht mir alles, was ich innerhalb von 5 Zeilen zweimal verwende. Und manchmal mache ich das ja auch bewusst, ist Wiederholung ja auch ein Stilelement, aber es zeigt es mir zumindest an. Ich nutze diesen bösartigen grünen Balken unterhalb, der mir meine Wörter mitzählt. Und wo ich dann immer sehe, also ich bin noch nicht ganz bei der Hälfte. Also die berühmten 1300 Worte, die ich vorher schon erwähnt habe. Und ein paar andere Sachen nutze ich auch. Aber das Programm kann irre viel. Also ich müsste mir mal wirklich Zeit nehmen und mir das alles ganz genau ansehen. Kat fragt, was denkt ihr persönliches Umfeld über ihren Beruf? Wer darf Probe lesen? Wer kriegt das erste Exemplar? Mein persönliches Umfeld denkt, was denkt mein persönliches Umfeld? Ja, die freuen sich grundsätzlich, dass, was denken sie darüber? Das haben sie mir noch nicht gesagt. Also das Feedback, das ich aus meinem persönlichen Umfeld kriege, ist eigentlich durch die Bank positiv, freundlicherweise. Also Familie findet das toll. Wer darf Probe lesen? Das haben wir schon erörtert. Probe lesen ist das Problem mit der Zeit. Und wer kriegt das erste Exemplar? Das kriegt meine Tante. Die ist 100 Jahre alt und kriegt immer traditionell das erste Exemplar und liest auch tatsächlich alles, egal ob es um Computerspiele geht oder ob es eine Dystopie ist, ob es um Drohnen geht. Also die hat da null Berührungsängste. Daher sage ich also immer, meine Bücher kann man lesen zwischen 12 und 100. Überhaupt kein Problem. So. Eine abschließende Frage noch, okay. Die hier auch im Facebook-Livestream mit reinkam. Und zwar, wie sieht es denn mit zukünftigen Projekten aus? Du hast gerade schon erzählt von der Idee. Ja. Schreibst du an was? Schreibst du mit Arno Strobel auch wieder an was? Wie sieht es deine Zukunft aus? Ich schreibe jetzt gerade mit dem Arno. Wir sind jetzt gerade an dem zweiten Teil von dieser Ermittlergeschichte rund um den Nina und Daniel. Da sollten wir demnächst fertig werden. Und ansonsten ist nächstes Jugendbuch wieder in Arbeit, im Prinzip auch nächster Erwachsenen-Thriller, gedanklich wieder ich schreibe immer an irgendwas. Es gibt quasi, ich war jetzt 3 Wochen auf Urlaub in Kanada, da habe ich nicht geschrieben. So gar nicht. Das war völlig ungewohnt, aber sonst eigentlich immer irgendwie an irgendwas. Sind wir echt schon durch mit der Zeit? Ja, ich hoffe, ich habe die meisten Fragen tatsächlich beantwortet. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und uns hier auch. Hier gibt es jetzt gleich noch Häppchen. Die bleiben euch jetzt leider versagt, tut mir auch sehr leid, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt und wie gesagt, schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.